Herzlich willkommen zur Charaktervorstellung meiner Charaktere, wer hätte das gedacht, bei Star Wars The Old Republic. Ich nutze zuerst mal die Gelegenheit, um mich bei meinen inzwischen über 500 Abonnenten zu bedanken. Das sind extrem viele Menschen, wenn man sich das einfach mal vorstellt. 500 Leute, die den ganzen Kram, den ich hier verzapfe und hochlade, gucken. Ich danke euch echt dafür, hätte ich nicht gedacht. Es war inzwischen der Wunsch von mehreren von euch, dass ich mal alle meine Charaktere vorstelle. Ich muss zugeben, dass ich mich zuerst geweigert habe, da ich die Befürchtung hatte und auch ein bisschen immer noch habe, dann ständig im Fokus zu stehen und es mir nicht mehr möglich ist, anständig zu spielen. Aber ich werde euch jetzt trotzdem meine Charaktere zeigen und nebenbei etwas über deren Geschichte erzählen, sofern sie denn eine haben. In dieser Übersicht, die ihr seht, könnt ihr euch aussuchen, wen ihr euch angucken bzw. anhören wollt. Wenn ihr etwas wartet, fange ich auch komplett von vorne an. Ich fange am besten mit meinem allerersten Charakter an, meinem Kommando Oryx. Hier muss ich etwas weiter ausholen, denn das ist der Charakter mit der längsten Geschichte. Vor 3 Jahren, als Star Wars The Old Republic noch nicht spielbar war, konnte man im Vorfeld eine Gilde auf der Homepage gründen und Mitglieder aufnehmen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung von MMOs, daher beschloss ich mich einer Gilde anzuschließen, in der Hoffnung, sie würde mir helfen, mich zurechtzufinden. Das waren die Darklights. Als in den Beta-Wochenenden alle eingeladen wurden, die sich mal als Tester beworben hatten, konnte fast die gesamte Gilde 2 Wochen früher alles ausprobieren. Damit wir uns nicht spoilerten, fingen wir anstatt auf der Republik beim Imperium an und um mich schon mal einzugewöhnen, spielte ich einen Söldner auf Heilung. Eigentlich wollte ich mich zu Anfang Xero nennen, weil aber das Imperium das Gegenteil von der Republik war und die Klassen gespiegelt waren, spiegelte ich auch den Namen. So entstand Oryx anstatt Xero. Später, auf Seiten der Republik, behielt ich den Namen einfach bei. Aus heutiger Sicht hätte ich mir lieber einen cooleren Namen gegeben wie Grunt oder Arwan, aber den Namen ändern konnte man nicht, da es noch keinen Kartellmarkt und auch keine Free-to-Play-Spieler gab. Mit Oryx habe ich zum Beispiel auch Reba kennengelernt, die mich damals wegen meiner Videos anschrieb. Unser erstes Spiel war die Novare-Küste, wenn ich mich richtig erinnere, das wir gewonnen hatten. Damals spielte sie noch eine Jedi-Hüterin als Tank und wechselte dann später auch zum DD. Bis heute grüßen wir uns immer noch, wenn wir sehen, dass einer von uns online ist. Reba wechselte dann später die Klasse zur Gelehrtenheilerin, weil irgendein Idiot im PvP sie beleidigte und merkte, hatte, sie würde als DD viel zu wenig Schaden machen und sie solle aufhören, Star Wars oder zumindest PvP zu spielen. Von der Statistik am Ende eines Spiels wusste ich auch, dass er nicht viel schaffen kann. Aber es war mir schon immer egal, wie gut sie oder auch irgendjemand anderes in meiner Gruppe spielt. Und mir kam, und es kommt auch heute, nie auf den Schaden oder Heilung an. Ich hatte mit ihr sehr viel Spaß am Spiel und das war mir immer am wichtigsten. Da ich im Moment leider viel auf T3M4 bin, ist das zu meinem Bedauern sehr abgeflaut, sodass ich keine persönliche Heilerin mehr habe. Aber ich schweife ab. Ursprünglich wollte ich als ersten Charakter einen Scharfschützen erstellen, doch die Gilde hatte sich bereits für die Republik entschieden. Daher entschied ich mich zunächst für einen Frontkämpfer. Jedoch wurde dann klar, dass es nur einen Heiler gibt und dringend ein weiterer benötigt wird. Also habe ich mich schlussendlich für einen Kommando entschieden, den ich dann auch bis Level 50 als Heiler komplett hochgespielt habe. Mit Level 30 habe ich mich zum ersten Mal für ein PvP angemeldet. Erst mit Level 30, mögt ihr jetzt fragen, aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass man sich frühzeitiger und von überall fürs PvP anmelden konnte und ich dachte, für das Kriegsgebiet Alderaan müsse man sich in einer Art Arena oder in einem Gebiet auf dem Planeten bei einem NPC anmelden. In einem der Tipps der Ladebildschirme auf Alderaan tauchte dann auf, dass man sich mit dem Button an der Karte jederzeit einreihen konnte. Es ging sofort ein Kriegsgebiet auf und lustigerweise war es sogar der Alderaanische Bürgerkrieg, dass wir am Ende unter großen Mühen doch noch gewinnen konnten. Seitdem meldete ich mich immer wieder fürs PvP an. Da irgendwann der Kommando nutzlos als Heiler gewesen ist, zumindest für mich persönlich,
und man praktisch geplatzt ist, sobald man im Fokus stand, wechselte ich im PvP zum DD und auch später im PvE und erstellte mir als Ersatz meinen zweiten Charakter. Und damit kommen wir auch zu meinem Schurken, Xagent. Er war als Heilersatz für Oryx gedacht, da aber leider viele der Gründermitglieder gegangen sind und wir am Ende nur zu dritt waren, mussten wir eh auf fremde oder befreundete Spieler anderer Gilden zurückgreifen. Somit ist Xagent praktisch niemals als Heiler in einer OP mitgelaufen und bis heute liegt er so gut wie ungenutzt auf Van Chavales Chain. Meine Frontkämpferin Liara hatte ich einfach mal nebenbei erstellt, weil ich das Tanken ausprobieren wollte und ich den Raketenwerfer so cool finde. Sie ist auch diejenige, die meine Aufwertungskits herstellt. Mehr ist zu ihr allerdings nicht zu sagen, da es keinen großen Hintergrund gibt. Meine Gelehrte entstand ähnlich wie Liara aus Neugier, um mit dem Hintergrund eine Heilerin zu erstellen, da das Projekt Schurkenheiler erfolgreich gescheitert war. Mit Saskia wechselte ich zur T3M4 und sie war auch der erste Charakter, der mit Mitsukiya oder von allen Mitsu genannt gespielt hat. Mitsu ist im Übrigen auch meine zweite Abonnentin gewesen. Mit ihr habe ich auch meine erste Let's Play Together Folge aufgenommen. Zu der Zeit war Saskia noch ein Gelassenheits-DD. Es hieß damals, dass die Republik auf T3M4 im PvP nicht zu lachen hätte, da alle beim Imperium Monster sein sollten. Allerdings in den ersten vier Spielen bewies ich, dass das nicht stimmte und gewann alle Spiele auf dem Server. Im Laufe der Zeit spielte ich hin und wieder mit Mitsu auf der republikanischen Seite, aber irgendwann ging auch das zurück und ich wechselte wieder auf den Heimatserver, wo sie auch heute immer noch ist. Meine Revolverheldin entstand in der Zeit, als ich meinen Schurken levelte, denn ich war neugierig, wie sich die Klasse spielte und ich überlegte, mit Oryx wieder zu heilen. Ich fing zweimal von vorne an, weil ich den ersten Revo wieder löschte. Nadlara ist eine meiner Lieblingscharaktere, doch sie liegt leider ähnlich wie Xagent die meiste Zeit brach. Das ist halt der Nachteil, wenn man viele Nebencharaktere hat. Sie ist eine bisher unbekannte Spielfigur und sollte ursprünglich Chef meiner eigenen Gilde auf Van Chavales Chain sein, die ich unter anderem mit Reba gründete. Diese Gilde ist allerdings aufgelöst, da ich nie weitere Mitglieder warb und nachdem Reba sie verließ, ich alleine da stand. Tyra war von Beginn an als reiner PvP-Charakter gedacht und mit ihr spiele ich auch bisher fast ausschließlich nur PvP, allerdings sehr selten. Der Hauptgrund, dass Flareth existiert, ist der Doppellichtschwertwurf. Ich fand den so super und ich wollte den auch mal ausprobieren. Anders als die meisten Wächter spiele ich ihn als Dot oder auch als Pocket Heal genannt, da er seine Gruppe um einen kleinen Betrag heilen kann. Er gehört zu den Charakteren, die auf Van Chavales Chain die meiste Zeit brach liegen. Grave war vor Tyra der erste Versuch, die Klasse kennenzulernen. Zudem wollte ich unbedingt einen abgrundtief bösen Thiss haben, sodass die arme Vett immer durch das Schockhalsband leiden muss. An Grave versuchte ich mich auch das erste Mal im Voice Acting. Das bedeutet, ich habe versucht, nicht normal zu kommentieren, sondern so, als rede der Charakter wirklich. Ich versuchte mich mit einer aggressiven Stimme, die ich herunterpitchte, sodass sie sich ziemlich episch anhörte. Die Reaktionen auf das Video waren überdurchschnittlich gut, doch irgendwie habe ich nie einen zweiten Teil rausgebracht. Sollte ich mal machen. Meine Hexe entstand aufgrund einer Empfehlung von einem Gildenmitglied, als ich noch auf imperialer Seite bei den Dynadex war. Die Gilde verließ ich, als kaum noch was los war und ich immer alleine online war. Eine feste Disziplin besitzt sie nicht. Fehlschaden spiele ich meist Blitzschlag, ansonsten Heilung. Ebenso viele Charaktere befinden sich auf T3M4. Ich fange wieder mit Oryx an. Er war der erste imperiale Charakter auf T3M4 und bis heute spiele ich ihn dort regelmäßig vorzugsweise als Heiler. Die Klasse Sabo oder Schurkenheiler ist die Klasse, die mir am besten liegt. Mit diesem Charakter habe ich auch an Mitsus PvP-Event teilgenommen und habe schon einige Spiele mit euch Abonnenten gespielt. Das Verrückteste, was mir mit ihm passiert ist, ist, dass mich ein Abonnent fragte, ob er ein Foto mit mir auf der Flotte machen könne. Ich war da total überrascht. Ich sollte nebenbei auch noch irgendjemanden grüßen. Flo oder Lukas. Ich weiß aber nicht mehr, wer der Grüßende war oder wer der Gegrüßte war. Müsst ihr jetzt selber rausfinden.
Dieser Charakter wird von euch regelmäßig angeschrieben, ob ich Lust auf PvP habe, und bisher bin ich fast immer mit euch mitgelaufen. Ausnahmen bildeten hierbei die Anfragen, die kamen, wenn ich gerade was essen wollte. Denn Essen geht bei mir immer vor. Da gibt's kein Pardon. Mein Söldner, der auf Vangevolis Chain Xint hieß, war eigentlich Heiler. Den Meilen habe ich aber nach 3.0 mit dem Söldner abgeschworen, denn obwohl meine Heilung von der Masse her nur ein wenig dem Sabo hinterher war, hatte ich immer das Gefühl, dass ich die Leute trotzdem nicht am Leben halten konnte. Daher ist er auch überwiegend DD. Jetzt auf T3M4 heißt er Arvan. Grunt. Er sollte der einfache und brutal tödliche Powertech sein. Deshalb ist sein Name sowohl einfach als auch kraftvoll, wie ich finde. Ihn spiele ich nur selten, obwohl er ursprünglich mein Hauptcharakter auf T3M4 werden sollte. Er ist einer der Charaktere, mit dem ich gerne Leute ärgere, indem ich sie ins Feuer oder Säure ziehe. Wenn ich vom Ärgern und vom Trollen spreche, muss ich Drave, meinen Attentäter-Tank, erwähnen. Er kam zum ersten Mal zum Vorschein in den so eine Art Montagevideos, wo ich Leute mit Machtziehen und Überladung ärgere und in den Abgrund reiße. Er existiert nur für diesen einen Zweck. Da mit dem Update 3.0 das Machtziehen von Level 31 auf Level 41 angehoben wurde, liegt er im Moment undigitiert rum und macht nur ein paar Flashpoints nebenbei, bis er wieder die volle Existenzberechtigung hat. Dieser Charakter sollte den meisten bekannt sein und er ist mein erster Let's Play Charakter. Taith existiert auch nur zu diesem einen Zweck, euch die Geschichte des Kopfgeldjägers zu zeigen. Er ist ein Powertech, den ich auf Tankskillung spiele. Er ist auch bis heute die erste und einzige, der Ingame-Fan-Pass bekommt. Arvean. Diese Scharfschützin kommt auch ursprünglich von Vangevolis Chain und war früher eine Chiss. Als sie noch eine Chiss und frisch transferiert war, hatte mich einer mal auf T3M4 erkannt. Ich hatte nur einen anderen Namen und dieser Spieler schrieb mich an und sagte: "Irgendwoher kenne ich dich doch." Ich antwortete: "Nee, das kann nicht sein, ich wüsste nicht woher." Heimlich habe ich mir natürlich ins Fäustchen gelacht, dass das funktioniert hatte. War vielleicht ein bisschen gemein, aber ich wollte da unerkannt bleiben. Dieser Charakter ist ganz frisch und bis auf zwei Personen euch vollkommen unbekannt. Sie ist von Beginn an als PvP-Charakter gedacht. Allerdings habe ich bisher noch nie vorgehabt, Videos mit ihr zu machen. Dieser Charakter, der auch Grave heißt, hat keine besondere Bedeutung und er dient nur zur Namensreservierung. Orexos ist da, damit ich mal wieder mit Mitsu auf republikanischer Seite spielen kann. Zusätzlich soll er Drakes so lange als Troll ersetzen, bis dieser wieder einsatzbereit ist. Ich komme mit ihm recht gut klar und ich kann viele Dinge besser veranstalten als mit Liara. Ursprünglich hieß dieser Charakter Fliff und war auf Infiltration geskillt. Er löste mit einem Video ziemlich große Reaktionen aus, als die Imperialen sich selbst wiedererkannten, wie sie von mir niedergerungen wurden. Das war zu dieser Zeit das Video mit den meisten Aufrufen und den meisten Kommentaren auf meinem Kanal. Mit diesem Charakter traf ich auch zum ersten Mal auf Krelton, der sich seitdem voll und ganz dem PvP verschrieben hat. Alle Charaktere auf T3M4 sind derzeit gildenlos. Zuerst war ich in der Gilde Corellian LP, doch ich verließ diese Gilde, weil ich nicht mehr mit meinen Fähigkeiten Werbung für Corellian machen wollte. Heute hat diese Gilde einen anderen Namen. Nach meinem Verlassen wechselte ich recht schnell zu Republic of Gaming, die sich ganz frisch gegründet hatte. Nachdem ich diese Gilde auch verließ, weil sie sich nahezu auflöste, bin ich bis heute gildenlos auf T3M4. Alle nachfolgenden Anfragen habe ich bisher abgelehnt. Bis heute steht immer noch die Idee einer eigenen Gilde, die übrigens von einem Abonnenten kam, im Raum. Da ich aber keine Ahnung vom Führen einer Gilde habe, bleibt dieser Wunsch erstmal im Hinterkopf. Das war sie also, meine Charaktervorstellung, die schon etwa 200 Abonnenten vor mir herschiebe. Sie ist etwas länger geworden als gedacht, aber ohne ein bisschen Hintergrundinformationen lässt sich ein Charakter einfach nicht zeigen und nicht erklären. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns in einem der anderen Videos. Macht's gut. Tschüss.